Und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich wieder ein Update zur BYD-Aktie für euch dabei. Ich habe richtig spannende Infos dabei, die auch für Drittanbieter sehr, sehr spannend sein können. Und für BYD natürlich selber auch. Es sind extrem spannende Infos für die Zukunft, also bleibt dabei. Zuerst gehen wir hier aber kurz und knapp auf den Wachstumscheck ein, dann eben auf die brandaktuellen Infos und dann schauen wir uns das Ganze natürlich im Jahreschart zusammen an. Und wenn euch wieder mein Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da. Würde mich natürlich mega freuen. Wir starten jetzt hier direkt und zwar der Kurs aktuell, der liegt hier bei 19,14 Euro. Also man sieht, wir sind hier immer noch in einer großen Seitwärtsrange gefangen. Der Ausbruch möchte nicht so wirklich gelingen nach oben. Und ich glaube einfach persönlich, dass der Markt BYD aktuell brutal unterschätzt. Die ganzen positiven News, die hier einflattern, hätte der Kurs schon längst vielleicht in die obere Richtung abdrehen müssen. Und ist aber nur meine persönliche Meinung, ist ganz, ganz wichtig. Aber ich persönlich glaube, dass das hier in Zukunft in die andere Richtung, also beziehungsweise nach oben gehen kann. Und der Wachstumscheck, der gibt hier uns 13 von 15 Punkten, also sehr, sehr stark, wie man sieht. Wir haben hier ein Umsatzwachstum von knapp 23% und im Durchschnitt auf die letzten zwei Jahre von knapp 10%. Und allein im Quartal gegenüber dem Vorjahr haben wir hier ein richtig starkes Umsatzwachstum. Das liegt hier bei über 52% plus. Die Performance auf ein Jahr, die kann sich sogar wirklich sehen lassen. Da liegt man bei richtig starken 313%. Ich finde, das ist ein sehr starker Wert. Nur so der kurz- und mittelfristige Trend, der ist eben abgerissen. Da sind wir bei einem Minus von 16,84%. Da muss die Aktie oder das hier einfach schaffen, die Gegenbewegung zu starten. Und mit den News, die ich heute dabei habe, glaube ich zumindest mittel- und langfristig, dass das Ganze passieren wird. Und ich bin gespannt, wie stark hier BYD noch steigen kann und auch die Umsätze steigern kann für die Zukunft. Auf jeden Fall sind sie hier für mich eine der Big Player. Was wir hier gegeben haben, ist auf jeden Fall der Abstand zum gleitenden Durchschnitt. Der ist hier mit 18% über dem gleitenden Durchschnitt der 200-Tage-Linie. Also das sehr, sehr positiv im langfristigen Bereich. Und wir haben hier ein sehr stabiles Kurswachstum auf ein Jahr gesehen von über 94%. Auch die Kapitalaufnahmefähigkeit, die ist bei BYD hier bei 9,01 und somit auch sehr, sehr gut. Also insgesamt, wie gesagt, 13 von 15 Punkte und eine ganz klare Wachstumsaktie und ein Wachstumstitel BYD. Und jetzt schauen wir uns auch schon die brandaktuellsten Infos an, was ist hier passiert. Und zwar BYD zeigt hier eine 800-Volt-Plattform und die soll eben auch für Drittkunden sein. Was bedeutet das Ganze genau? Sie haben hier auf der Shanghai Auto Show eben eine neue Elektroauto-Plattform vorgestellt, die auch anderen Autobauern angeboten werden soll. Also sie soll nicht nur für BYD selber sein, sondern auch an Externe gehen. Und diese E-Plattform 3.0, wie sie BYD selber sagt, die setzt eben auf die Blade-Batterien von BYD und soll enorme Fahrleistung und Reichweiten ermöglichen. Und die Rede ist hier von mehr als 1000 Kilometer und das ist natürlich ein gigantischer Schritt, also bei 1000 Kilometer Reichweite, das wäre enorm, weil das ist ja oft so ein bisschen das Manko bei den E-Antrieben, dass die Reichweite vielleicht nur bei 400-500 Kilometer liegt, die Ladezeiten zu lang sind und auf dieses ganze Thema geht BYD hier mit ihrer Volt-Plattform ein. Und zwar haben sie hier auf der Messe eben bekannt gegeben, dass diese E-Plattform 3.0 die Basis der nächsten Generation eben von Hochleistungs-Smart-EVs sind. Und sie bilden sich hier auch durch vier Vorteile zeichnen sich die hier auch aus. Einerseits Intelligenz, Effizienz, was auch sehr, sehr wichtig ist in dem Bereich. Sicherheit, gerade hier die Batterie hat ja den Test bestanden, dass sie eigentlich soweit nicht entflammbar ist, das hier zum Thema Sicherheit mal bei der Blade-Batterie und auch Ästhetik. Und zudem sollen auch, und das finde ich hier gerade auch für Drittanbieter sehr, sehr spannend, die Kosten sollen sinken, da eben Kernkomponenten weiter standardisiert und in diese Plattform hier, in diese Volt-Plattform integriert werden. Also Kostensenkung, mehr Effizienz, mehr Intelligenz, Sicherheit und Ästhetik, also das sind alles Pluspunkte, die hier BYD mit ihrer Plattform sammelt. Natürlich für sich selber gut, wenn die Kosten gesenkt werden können, und eben auch für andere Anbieter. Dafür wurden eben hier beim Antrieb zahlreiche Schlüsselmodule komplett neu entwickelt, wie BYD selber sagt. Die Komponenten sollen einerseits kleiner, leichter, stärker und effizienter sein wie vorher. Hier gibt es ein sogenanntes 8-in-1 Antriebsmodul, das soll hier einen Wirkungsgrad von richtig starken 89% erreichen können. Und ein E-Auto, der auf dieser, also auf der Basis von dieser Plattform, der benötigt laut BYD nur sagenhafte, das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, 2,9 Sekunden von 0 auf 100 und das ist wirklich irre. Also die Leistung ist sofort da, deswegen hier diese 89% Wirkungsgrad und somit können die 2,9 Sekunden erreicht werden. Und man kann hier eben mit einer Akkuladung bis zu 1000 Kilometer weit fahren.
Und die Plattform ermöglicht zudem hier Schnellladen eben mit 800 Volt. Eine genaue Ladeleistung wird hier leider nicht genannt, aber in 5 Minuten soll Strom für ungefähr 150 Kilometer geladen werden können. Und das ist richtig, richtig stark. Das ist jetzt eigentlich mal so die wichtigsten Sachen, die ich euch sagen wollte. Viel weiter wollte ich jetzt nicht drauf eingehen. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was man wissen soll. Hier auch mal ganz kurz ein neues Modell, das ist der BYD EA1, der hier auch vorgestellt wurde, eben hier am Messestand in Shanghai, und das ist ein neues kompaktes Elektroauto von BYD, trägt auch hier das neue Logo schon bereits von BYD und hat hier eigentlich fast keine Außenumrandung mehr. Ich finde, es sieht schon sehr, sehr zukunftsmäßig aus. Ja, gefällt mir persönlich jetzt eigentlich ganz gut. Es ist okay. Mein optischer Geschmack ist es nicht so ganz, muss ich sagen. Aber wie gesagt, geht in eine ganz klare Zukunftsrichtung. Und ich möchte mich ja hier eher den Fokus legen auf diese Volt-Plattform. Ist eine mega Geschichte. Und man sieht einfach, wie stark BYD hier ist. Und die positiven News reißen auch gar nicht ab. Und daher ist auch meine Meinung, dass das momentan massiv unterschätzt wird. Und das schauen wir uns jetzt hier natürlich auch im Chart an. Wir haben heute ein ganz kleines Minus von 0,62%, stehen jetzt aktuell wieder bei 19,19 Euro. Man sieht hier diese Seitwärtsphase, also jetzt eigentlich fast gar keine Bewegung mehr wirklich drin, und wir pendeln genau in der Mitte zwischen den zwei wichtigen Linien. Wir sind noch deutlich über der 200-Tage-Linie. Da werden wir, glaube ich, auch drüber bleiben oder die nicht arg antesten. Ich hoffe jetzt einfach, dass es in den nächsten Handelswochen mal wieder über die 50-Tage-Linie geht. Die liegt aktuell im Bereich um die 21,50. Da sollte man wieder signifikant drüber steigen, dass sich hier wieder neue Allzeithochs bilden können. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zur neuen 800-Volt-Plattform sagt und wie ihr das Ganze für den Markt und beziehungsweise für den Verbraucher seht. Ja, und wenn euch mein Video mein Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da. Würde mich natürlich sehr freuen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal.